Jetzt für die SPD-Fraktion. Danke, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herr Minister, Sie haben ja mit Herrn Oppermann begonnen. Jetzt wollte ich eigentlich mit Herrn Mayer beginnen. Aber vielleicht frage ich doch mal Herrn Gutting als allererstes, ob Ihre Jacke ein politisches Statement ist. Das ist irgendwie das Erste, was mich gerade interessiert. Vielleicht schwimmen Ihnen ja so langsam die Fälle davon. Das ist mir aufgefallen. Und der Herr Mayer, Sie haben jetzt der Presse heute Morgen schon mitgeteilt, dass Sie für eine härtere Gangart sind im Feld der Abschiebung. Aber da ist mir dann aufgefallen, wenn ich mir die Statistik anschaue aus Ihrem Heimatland, dass die Zahl der Abschiebungen in Bayern gesunken ist im letzten Jahr. Also der bayerische Löwe startet mal wieder im Sprung und landet als Bettvorleger. Was ich besonders interessant fand, der Innenminister Herrmann zieht trotzdem eine positive Bilanz. Also ich finde das großartig, das gibt es wirklich nur bei der CSU. Jetzt mal zum Ernst, der dieser Angelegenheit hier ja auch angemessen ist. Es gibt Menschen, die dürfen hier bleiben, und es gibt Menschen, die dürfen hier nicht bleiben. Und wenn die, die hier nicht bleiben dürfen, trotzdem hier bleiben, dann funktioniert unser Rechtsstaat nicht. Und deswegen müssen wir ausreisen, durchsetzen, wenn die Pflicht dazu besteht. Ich habe immer mal wieder sogenannte Wohnzimmergespräche bei mir im Wahlkreis. Und in den letzten Monaten ist da ein Satz immer häufiger gefallen. Und der hieß, der Rechtsstaat, der muss für alle gelten. Und die Menschen sagen dann, bei mir wird Steuern und Abgaben abgezogen, wenn ich über die rote Ampel fahre und so weiter. Und sie fragen mich dann, wie kann das sein, dass Menschen einfach über die Grenze kommen? Oder wie kann es sein, dass Menschen, die hier sind, nicht sein dürfen, dann trotzdem hier bleiben können? Ich glaube, dass wir so den Rechtsstaat in Gefahr bringen, wenn wir nicht für klare Verhältnisse sorgen. Und deshalb, wer Ausreisen nicht durchsetzen will, der kann auch gleich das Asylrecht mit abschaffen, denn das eine bedingt das andere. Und ich kämpfe für das Asylrecht, und deswegen gehören Abschiebungen dazu. Warum gelingen diese Abschiebungen nicht? Dafür gibt es eine Vielzahl von Gründen. Und eine ist, dass die Papiere oder die Identität der betreffenden Personen nicht festgestellt werden können. Ja, das ist so. Viele, die zu uns kommen, besitzen keine Papiere. Und das ist ihnen vielfach gar nicht vorzuwerfen, weil es kann sein, dass sie die Papiere abgeben mussten, weil die Schleuser es von ihnen verlangt haben und die abgenommenen Papiere dann zu den gefälschten Papieren der Nächsten werden, die wieder von diesen Schleusern abhängen. Es entsteht so immer weiteres Geschäft, und dass wir keine legalen und sicheren Zugangswege über sogenannte Kontingente, wir waren dazu häufiger im Austausch, eröffnen, ist ein Teil der Misere, die zu diesen Geschäften eben beiträgt. Jedenfalls ist der Satz, es könne ja wohl nicht sein, dass einer ohne Papiere kommt, aber mit Handy leider nun ja nicht von besonderer Kenntnis geprägt. Denn ja, ohne Papiere kann man sich auf die Reise machen, ohne Handy eben nicht. Und jetzt geht es darum, man kann hier ohne Papiere ankommen, aber wer hier Hilfe erwartet oder auch nur erhofft, von dem können wir auch erwarten, dass er mitwirkt an der Feststellung seiner Identität. Und wer keine Papiere hat, aber ein Handy, bei dem muss man im Zweifel nach Ausschöpfung aller anderen Mittel, nach Interview, nach Hinzuziehung von Experten, da muss man dann im Zweifel auch dazu kommen, dass die Handydaten genutzt werden können. Ich glaube, das ist nicht nur vertretbar, sondern es ist geboten. Wir haben ein Recht darauf zu wissen, wer bei uns ist. Nun wird von verschiedener Seite Kritik an diesem Gesetzentwurf laut, unter anderem dafür, dass wir vorgesehen haben, dass Menschen länger in den Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben sollen. Und das bringt mich zu dem Punkt, wie es um unsere Verfahren bestellt ist. Und sehr geehrter Herr de Maizière und verehrte Kolleginnen und Kollegen, da platzt mir langsam der Kragen.
Weil es ist ja nun so, man kann die Leute jetzt auch nicht abschieben, bevor nicht das Verfahren eröffnet oder vollendet worden ist. Da wird ja dann auch kein Schuh draus. Und wir haben bereits im Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass wir eine Zeit für die Verfahren anstreben von 3 Monaten. Und wir haben im letzten Jahr jedes Vierteljahr Auskunft von Ihnen, Auskunft vom Bundesamt gesagt bekommen, sind alle Mitarbeiter, alle neuen an Bord? Ja, das werden wir bis Ende des Quartals schaffen. Sind die liegen gebliebenen Verfahren abgearbeitet? Ja, das werden wir bis zum Ende des Quartals schaffen. Oder drittens, sind jetzt die Verfahren in ihrer durchschnittlichen Dauer bei den 3 Monaten? Und es hat geheißen, das werden wir bis Ende des Quartals schaffen. Und jetzt bekommen wir die Asylgeschäftsstatistik und da ist davon die Rede. Rückgang der Antragszahlen um 71,5% und anhängige Verfahren Stand Februar 333.000. Sehr geehrter Herr Minister, das kann so wirklich auch nicht bleiben. Dieser Gesetzentwurf macht mal wieder den Eindruck, als wäre das alles die Schuld von den Leuten, die zu uns kommen, die täuschen und tricksen und sich nicht richtig verhalten. Wir müssen diese Verfahren in Ordnung bringen. Das ist der Dreh- und Angelpunkt davon, dass es auch mit den Abschiebungen funktionieren kann. Vernünftige Verfahren heißt, dass wir bei einer Verfahrensdauer sind, die im Übrigen nicht nur zählt, wann beginnt das Verfahren und wann endet das Verfahren, sondern dass wir anfangen zu zählen, wenn die Leute über die Grenze kommen. Das heißt, dass wir die Rechtsberatung in die Verfahren integrieren müssen. Wir haben Stand letztes Jahr 150.000 anhängige Verfahren bei den Gerichten. Das ist doch kein Zustand. Das ist ein Zustand, der immer weiter zu Verzögerungen führt. Ich bin dafür, und jetzt komme ich zu der Kritik der Verbände, dass die Menschen sogar so lange in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen verbleiben, solange ihr Verfahren läuft und nur verteilt werden, wenn klar ist, dass sie hier auch eine Bleibeperspektive haben. Alles andere macht doch gar keinen Sinn. Die Menschen reißen sich schon ein Bein raus, werden Patinnen und Paten, sorgen für Wohnungen, sorgen für Ausbildungsplätze, kümmern sich, dass irgendwie die Dinge vor Ort mit der Integration funktionieren und rums werden die Leute wieder entweder wohin anders verteilt oder müssen das Land wieder verlassen. Das ist nicht sinnvoll und deswegen ist es vernünftig zu sagen, solange die Verfahren laufen, sind die Menschen an einem Ort, wo zentral auch alles für sie getan wird. Und das geht aber nur, wenn wir auf die 3 Monate Verfahrensdauer auch wirklich kommen. Und wenn die Verbände sagen, so, und jetzt muss dann aber Problem dabei, ja, wo sind denn die Räume, Räumlichkeiten, wo jemand, der dann in die Schule geht, auch lernen kann? Wie ist es mit Privatsphäre? Wie ist es mit Zugang zu Freizeitangeboten, mit Teilhabeangeboten? Dann sage ich, ja, auch das muss dann in diesen Erstaufnahmeeinrichtungen gewährleistet werden. Es ist kein Argument dafür zu sagen, dass die Leute sofort im Land verteilt werden müssen. Im Übrigen, wenn man gerade auf die Abschiebungen schaut, die schon stattgefunden haben, ist es ja so, dass sich da viele darunter verbinden, die schon viele, viele Jahre hier in Deutschland ansässig sind, die zum Teil über einen Arbeitsplatz verfügen, die ihren eigenen Lebensunterhalt finanzieren können, die angefangen haben, unsere Sprache zu lernen. Und ich bin der Auffassung, wenn wir zu einer härteren Gangart, wie es gefordert ist, bei den Ausweisungen kommen, dann sollten wir auch Wege eröffnen, wie diejenigen, die schon begonnen haben, sich zu integrieren, hier in diesem Land auch eine Bleibeperspektive haben, wenn sie schon lange hier sind. Alles andere macht keinen Sinn. Dazu zählen im Übrigen auch die sogenannten Dublin-Fälle. Im Moment ist es so, dass die eine Abteilung versucht, Leute, die schon sehr lange hier sind, wieder zurück nach Italien und bald auch nach Griechenland zu bringen. Die nächste Abteilung an Beamten ist händeringend darum bemüht, Leute aus Italien und bald auch aus Griechenland nach Deutschland zu bringen. Wir bringen Leute zurück, die angefangen haben, sich hier zu integrieren, und wir holen uns wieder Leute, die hier bei Null anfangen. Das ist doch ein neues Kapitel im Roman zu Schilder. Das macht keinen Sinn. Ein solches Verfahren müssen wir unbedingt beenden, meine Damen und Herren. Also, wir sind in der Passionszeit. Wenn man die Passionen hört, dann ist da der Ruf des Volkes, kreuziget ihn. Da sind wir heute weiter. Heute ruft man nur nach einem neuen Gesetz. Das ist natürlich ein Fortschritt. Ob jedes Gesetz ein Fortschritt ist, das ist damit noch nicht gesagt. Und in jedem Fall gilt, die Gesetze, die wir haben und die Gesetze, die wir jetzt verabschieden, die muss man konsequent umsetzen. Und dazu rufe ich Sie auf. Das ist das Allererste, was wir tun müssen. Vielen Dank. Als nächste Rednerin spricht Luise Amtsberg für die